Der Steuerklassenwechsel als großer Steuertipp. Und ja, in jedem Ratgeber liest man was davon, aber was ist da wirklich dran und bringt das wirklich so viel? Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Überall liest man es ja, der Steuertipp. Wechselt die Steuerklassen und ihr zahlt weniger Steuern. Aber stimmt das denn wirklich? Da kann man gleich von Anfang an sagen, nein. Man zahlt nicht effektiv weniger Steuern, sondern man zahlt unterjährig nur weniger Steuern. Das ist nämlich einfach so, weil unterjährig dann weniger Lohnsteuer vorausbezahlt wird, die aber dann am Ende des Jahres mit der Abgabe der Steuererklärung sozusagen nachgefordert wird. Wie kommt das zustande? Es ist ja so, dass bei den Lohnsteuerklassen hier bestimmte Freibeträge ganz einfach eingearbeitet sind. Diese wirken sich natürlich dann auf die Steuerbelastung aus, damit man hier ungefähr am Ende dabei rauskommt, wo dann sozusagen die Steuerbelastung liegt. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Steuerklassenkombination 4-4 ja natürlich eine Gleichschaltung der Ehegatten bedeutet. Wenn man jetzt sozusagen wechselt von 3 auf 5, dann zahlt der eine ganz einfach weniger Steuern und der andere ein bisschen mehr. In diesem Zusammenhang ist es dann natürlich so, dass hier, wie gesagt, das Haushaltsnettoeinkommen unterjährig steigt. Das bedeutet, man hat unterjährig mehr Geld zur Verfügung, aber das muss man dann sozusagen am Ende des Jahres mit der Steuererklärung ja wieder zurückzahlen, denn man diesen Steuervorteil gleicht sich im Grunde zum Ende des Jahres aus. Und genau das ist der springende Punkt. Es ist im Grunde ein großer Selbstbetrug, weil man denkt, ja, jetzt habe ich unterjährig mehr Geld, aber man denkt meistens nicht daran, dass man am Ende des Jahres das Ganze einfach wieder besteuern muss und dann kann auch eine Nachzahlung zustande kommen. Denn das ist nämlich der häufigste Fall bei der Steuerklassenkombination 3-5, dass die Steuerpflichtigen am Ende eine Nachzahlung erwartet, da die Vorteile hier in diesem Fall ganz einfach wieder ja zurückgesetzt werden und jeder das besteuert, was er denn zu zahlen hat. Denn am Ende spielen die Steuerklassen in der Einkommensteuererklärung keine Rolle, denn hier ist es so, dass ganz einfach ja, der Gesamtbetrag der Einkünfte dann zählt, dann natürlich noch die ganzen Korrekturen stattfinden und dann wird das Einkommen, sozusagen das zu versteuernde Einkommen hier besteuert und da spielen die Steuerklassen am Ende keine Rolle mehr. Also kann man im Grunde das Ganze so sagen, der Steuerklassenwechsel bringt dir unter dem Jahr mehr Geld, das du zum Beispiel für ETFs, Aktiensparpläne oder Anlagen verwenden kannst. Aber am Ende des Jahres wird die Uhr sozusagen wieder zurückgedreht und wenn du nicht so viele Werbungskosten hast, dass dein Gesamtbetrag der Einkünfte so gemindert wird, beziehungsweise dein zu versteuerndes Einkommen, dann kann es auch sein, dass du mit einer Nachzahlung rechnen musst. Und das ist natürlich dann das Problem, wo viele Steuerpflichtige ganz einfach nicht sehen, weil sie eben sagen, der Vorteil unter dem Jahr ist schön und bringt mehr, als wenn man am Ende des Jahres eine große Erstattung zum Beispiel bekommt und diese nehmen es lieber in Kauf, dass sie sagen, ja, ich zahle lieber einmal dann sozusagen nach, aber habe unterjährig mehr Geld zur Verfügung. In diesem Sinne, das war jetzt mal ein kurzes Video zum Thema Steuerklassenwechsel, der ganze Mythos und so, was hier sozusagen in den Kommentaren immer diskutiert worden ist. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.